Er wollte auch immer was von ihr. Jetzt ist die Frage, wird sie Senpa einen Brief zustecken oder unseren Typen? Gott, ich glaube, ist es seiner? Ist es Senpa seiner, oder? Ach, das ist die Info-Chan. Ach, wie krass. You're safe now. So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Yandere Simulator und heute machen wir was ganz Abgefahrenes, denn es ist dank der neuen Yandere Demo jetzt möglich, Osana mit jemand anderem zu verkuppeln. Und da haben wir schon jemanden im Blick, denn es gibt jemanden, der auf sie steht. Ich weiß, dass es ganz schön hart ist, aber wir werden es schaffen, damit das hier nicht mehr passiert. Denn er ist mein! Genau, ich brauche nicht das, sondern ich brauche Drops. Ich brauche das. Und wir brauchen Geld. So, das brauchen wir. Cash. Und was zum Abhören, das ist das Allerwichtigste. Das holen wir uns jetzt. Was liegt denn da das ganze Geld rum? Keine Ahnung. So. Okay, sehr gut. Okay, wir haben gehört, sie steht auf Piercings. Getönt. Typen, die ein Tar haben, also gebräunt sind. Sie müssen intelligent sein. Und er muss Katzen lieben, ganz wichtig. Und jetzt gehen wir kurz zurück zu unserem kleinen Romeo, der da hinten ganz traurig wartet am Brunnen. Okay, talken wir mal zu ihm. So, talk to me. Task. Du denkst, ich bin seltsam, oder? Ich schwöre, das ist nicht das, was ich wollte. Weißt du? Da ist dieses Mädchen. Und ich bin wuschig auf sie. Kannst du mir helfen? Ja. So. Ich habe ihm jetzt quasi diese Kopfhörer gegeben, denn die ziehe ich mir auf. Er kriegt einen Knopf ins Ohr. Und jetzt müssen wir erstmal organisieren, dass sie sich hier schön verdaten und lieben. Und ich dann quasi ihm von Weitem Befehle geben kann. Also, ach, jetzt muss ich ihm sagen quasi, was auf was sie steht. Also, Osana steht auf Ponytail, also sie findet Ponys geil. Sie mag Piercings, sie mag auch Glasses und sie mag gebräunten Skin. Viel Spaß, mein Freund. Okay, das mag sie, also sehe ich. Kerl, veränder dich doch nicht für irgendein Vibe, Mann. Dann bleib lieber alleine. So, ich werde ihn nämlich jetzt teachen. Komm schnell mit, mein Freund. Denn jetzt muss ich meine kostbare Zeit investieren, um mit ihm ein bisschen... Oh, eigentlich sollte ich diese Gespräche hier, glaube ich, noch mitbekommen. Die sind, glaube ich, wichtig. Um herauszufinden, was sie mag und was sie nicht mag. What do you think of this club? Everyone in this club seems really nice. Ja, bla 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 bla. Das brauche ich nämlich alles. Oh Gott, so viel Information. Wie soll ich mir das nur alles merken, Mann? So, jetzt muss ich schnell zu dem Typen. Wo ist der verdammt? Ja, Fridolin! Wir haben noch eine Message. Halt, warte, du frisst heute nichts. Du musst mir ganz kurz zuhören. Das ist sehr wichtig. Es geht um deine Zukunft. So. Ich muss dir das jetzt beibringen. Um an die Frauen ranzukommen, musst du alles lernen, was ich dir sage. So schnell kann man die Intelligenz eines Mannes kann man so schnell boosten. Das ist ja irgendwie schnuckelig, dass ich mich da mit ihm hinsetze, oder? Okay, jetzt kann ich nämlich zu ihr und kann ihr nämlich sagen, sie soll jetzt bitte zum Brunnen kommen oder irgendwo hin. Und dann werden die sich dort mieten und dann muss ich nämlich assistieren. Und ich hoffe, das klappt auch alles so, wie ich es mir vorstelle. So, bitte geh mal zum Court. Da will jemand auch. Ich muss aber erstmal ihn finden. Fuck, wo ist er denn? Verdammt. Wo ist... Oh nein, sie rennt schon. Nein. Hello there. Da läuft ja doch dieser Volltrottel. Los, geh zum Court. Ich laufe jetzt mal hinterher. Frauen lässt man nicht warten. Die wartet hier. Ich hoffe, du bist nicht zu spät. Und immer diese Stalker-Freundin da irgendwie dabei, die da irgendwie die ganze Zeit alles mitkriegen muss. Voll unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So, wir assisten jetzt. Dö. Sag ihr, dass sie schöne Hupen hat. Ich hoffe, ich habe genug Informationen gesammelt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das zum ersten Mal. Er steckt sich auf jeden Fall schon mal was ins Öhrchen. Und jetzt kommt es. Okay. Oh shit, wir haben ja gar nichts mitbekommen. Warum? Wir können nichts sagen. Hä, ich habe das doch alles gehört. Ach du Scheiße. Positiv. Okay. Oh, das ist genauso, wie ich auch fühle. Oh, du bist ja so toll informiert. Wir haben kein Geschenk. Wir haben richtig verkackt. Oh mein Gott, war das ein Katastrophendate. Oh Gott, das war ja richtig Katastrophe, Mann. Uff. Das war, also absolut gar nichts. Da muss morgen mehr gehen. Ich werde jetzt aber erstmal in die Stadt zischen und ein paar Geschenke kaufen, denn Erpressung ist immer gut. So, als allererstes, um ein bisschen zu boosten, brauche ich eine Unterhose. Und zwar die. Und wir kaufen alles, was mit Katzen zu tun hat. Cat, dankeschön. Und genau dafür brauchen wir nämlich auch unser Geld. Und jetzt gehen wir kurz zurück. So, Panties. Was habe ich denn hier? So, habe ich irgendwo meine Katzenpanty? Ich habe hier überhaupt keine. Ich habe einmal die. Ich muss die sogar anziehen. Ich hoffe, dass ich die jetzt equipped habe. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir gucken mal. So, wir gehen jetzt zur Schule. Okay, ich würde erstmal diesen Typen da wieder suchen. Wo ist er? Hey, du hast ein Date.
heute um 7 Uhr. Es ist leider nicht Senpai, aber er hat sich für dich angepasst. Ich hoffe, dass wir deswegen jetzt auch schneller punkten können. So, wo ist er denn? Ah, jetzt. Okay, kannst du mich hören? Oh Gott, waren wir negativ. Oh Gott, wir haben halt nichts, ne? Socializing, schwierig. Das findet sie nicht so schlimm. Okay, sagt sie einfach nur. Positiver Rang, Katzen. Wow, das geht ja richtig hoch. Katzen sind der Shit. Wir schenken ihr den, das hier. Da, die gibt uns richtig. Oh, I've made my eye on this for a while. Thank you. Ich glaube, wir haben echt gut abgeliefert. Ich muss schon sagen, ich bin stolz. Hat sie es denn auch an? Hat sie es denn auch... Ja, sie hat sogar an. Erfolg! Okay, ich kann also wieder nach Hause. Ich glaube, für heute ist auch genug getan. Und dann müssen sie sich morgen früh wieder daten. So, bitte einmal Abstand nehmen. Dankeschön. Die Konversation ist hiermit beendet, Mann. Haut ab voneinander, ihr Kletten. Sehr schön. Komm, sehr schön. So kann man das am besten machen. So, komm, wir machen dich schlau. Dafür reichen auch Auszeit. Wir haben jetzt 7.04 Uhr. Um intelligent zu werden, brauchen wir insgesamt 2 Sekunden. Super. Osana, es ist Zeit, dass du wieder einmal zum Court gehst. Meine Güte, ey, was für ein Kindergarten. Und die Freundin immer hinterher. Irgendwie kommt die mir vor wie meine Mutter, die will auch immer alles wissen. Was ja süß ist. So, ja, jetzt stecke ich mir mal diesen Knopf ins Ohr, weil ich immer noch nicht gerafft habe, was die Frau, die ich unsterblich liebe, alles so mag. Positive, ja, Musik, ja, das findet sie auch ganz toll. Mein Wisdom und, ach Gott, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, ne? Ich schenke jetzt mal das Bracelet. Oh, okay, die Hälfte haben wir. Wir haben aber auch Mittwoch. Das wird richtig knapp. Okay, sieht doch gut aus. Hat sie das Bracelet an und die Haarklammer? Das gucke ich jetzt mal. Die Haarklammer nicht an, aber das Bracelet. Das ist doch süß. Let's go home. Und dann schenken wir ihr am Donnerstag nochmal ordentlich Shit. Das wird richtig knapp, ne? So. Könnt ihr eigentlich schon als Routine euch irgendwie mal angewöhnen, den Scheiß einfach selber abzuspielen. Wir haben Donnerstag. Mal gucken, ob der Cheat geholfen hat, dass ich alle Sachen jetzt unlocked habe. Denn sonst wird's echt schwierig. Ich hoffe, wir schaffen's. Und haben wir alle? Nee, wir haben... Oh doch, wir haben alles. Geil, okay. Also Scientist... Ach, das hätte ich ja gleich machen können. Machen wir mal das. Oh, das sagt sie nein. Scheiße! Demonstrate Wisdom. Das hat nochmal richtig... Scheiße, wir haben richtig verkackt gerade, ne? Oh, fuck. Das kriegt jetzt ein Braid. Oh Gott, wir schaffen das nicht, ne? Ich habe gerade verkackt. Oh Gott, es wird richtig knapp, Leute. Ich glaube, ich werde es nicht ganz schaffen. Okay, Leute, final day. Schluss! Es geht dich nichts an, was für Musik er mag. Und jetzt hoffe ich, dass wir es schaffen. Ich glaube nicht, dass wir die Liste vollkriegen, aber vielleicht muss man sie auch gar nicht vollkriegen. Wir schauen mal. Kompliment. The Go Home Club is the best. Oh ja, das war sehr gut. Wisdom. Oh Gott, wir schaffen's. Wir haben's geschafft, oder? Ja! Oh, that's exactly what I wanted. Thank you so much. Du musst gehen. Oh, ich würde noch mehr gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Wir haben sie. Wir haben die Drecksau am Haken. So, und jetzt gehen wir in unser Klassenzimmer, warten bis 5 Uhr und gucken, wem sie den Brief zusteckt. Jetzt ist die Frage, wird sie Senpa einen Brief zustecken oder unseren Typen? Oh Gott, ich glaube, ist es seiner? Ist es Senpa seiner, oder? Okay, sie läuft jetzt hin. Sie läuft jetzt und die Freundin läuft wieder mit, ey. Die läuft in jedem intimen Moment mit. Läufst du auch mit, wenn sie kacken geht? Wenn sie mal ein Kind kriegt? Oder wenn sie mit ihrem Freund mal Zweisamkeit möchte, verdammt? Okay. Sie wartet. Wer kommt? Ich habe keine Ahnung. Sie setzt sich da jetzt nicht ernsthaft hin, oder? Oh, 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 da kommt er. Er ist richtig hergerannt. Er ist hergerannt. Warum passiert denn nichts? Und? Oh, es passiert was. Osana meets Kiyui under the Sukara Tree. Sie hat ihm gesagt, sie mag ihn sehr, vor allem, weil er immer den Moonwalk macht. Sagt, dass er das gleiche für Osana fühlt. Oh, Baby, was geht denn hier ab? Oh, sie haben sich einen Kiss gegeben unter dem Blossom Tree. Ist das romantisch? Ist das cute? Rival eliminated. Sehr schön. Sehr schön. So muss das sein. Das ist romantisch. Ich glaube es gar nicht. Das ist romantisch. Ja, Leute, mein Spielpad gebackt, hat sich aufgehangen und alles ist weg. Deswegen schauen wir es jetzt von der lieben Shimizu an. Unten in der Beschreibung könnt ihr sie abchecken. Die hat es nämlich gespielt, oder er. Und jetzt gucken wir nämlich, was passiert. Das wäre jetzt quasi auch unser Punkt gewesen, an dem wir die beiden verkuppelt hätten. Und es gibt ja mal eine Endsequenz und die möchte ich mir sehr gerne anschauen. No, Senpai ist doch nicht traurig, weil sie 9 hat. Osana, ernsthaft? Du warst in sie verliebt? Ja gut, klar, weil ich habe ja nebenbei die...
Jetzt wäre es interessant zu wissen, weil die sich ja nebenbei trotzdem gedatet haben, was gewesen wäre, wenn ich das boykottiert hätte, ob er dann immer noch traurig gewesen wäre. Muss er ja eigentlich, aber... Entschuldige? Oh, Senpai, wie siehst du denn aus? Man konnte es dir direkt ansehen, dass dir nicht gut geht. Möchtest du darüber reden? So, was ist los? Meine Kindheitsfreundin Osana. Sie war für eine lange Zeit, dachte ich, habe Gefühle für sie, aber ich hatte Angst, dass ich die Freundschaft kaputt mache, deswegen habe ich es für mich behalten. Er wollte auch immer was von ihr? Und jetzt hat sie einen Boyfriend. Und ich wünschte, ich hätte was gesagt. Ich gehe gerade zur Bäckerei von meinen Eltern. Wenn du mitkommen willst, vielleicht kann ich dich ein bisschen ablenken. Senpai hatte also wirklich wahre Gefühle. Oh oh, sie baut ihn jetzt auf. Er hat schon die nächste am Start, ne? Oh oh. Oh, wer ist denn das? Ach, das ist die Info-Chan. Ach, wie krass. Wie geil, das ist so geil gemacht. Ich liebe das Spiel einfach so. You're safe now. Du bist jetzt sicher. Oh, jetzt kriegt sie die E-Mail. Oh, jetzt sieht sie, dass er eine neue hat. Congratulations on eliminating Osana-chan. Blick darauf. Who is she? Wer ist sie? Her name is Amai Odayaka. Ihr Name ist Amai Odayaka. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Info-chan eigentlich auch was vom Senpai will und ihn liebt. Und wir als Ayano nur ein Spielzeug sind, um alle Rivals loszuwerden, damit sie am Ende sich an ihn ranmachen kann. Weil was sollte sie sonst? Oder sie hat irgendeinen Hass auf Senpai oder auf diese ganzen Mädels. Aber ich denke, dass die Info-chan eigentlich voll auf Senpai steht, so wie sie schreibt und uns eigentlich nur dazu benutzt, dass wir alle Rivalen weg. Ja, dass wir alle Rivalinnen quasi ausschalten. Deswegen hilft sie uns auch. Ja, Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes wollt, dass ich mal ausprobiere. Wir können auch wieder gerne ein paar Dinge testen, wie zum Beispiel, wenn ich während der Zwischenzeit dafür sorge, dass Senpai Osana nicht mag, ob er sich vielleicht sogar für Osana freut, wobei ich das nicht glaube, dass sie da schon so weit gedacht haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was man noch ausprobieren kann. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo und Creator-Code, saftiges Gnu. Ich sage immer danke fürs Zuschauen und ade mit E. Es war wie immer schön.